Hallöchen zusammen, wir von SquadRox heißen euch herzlich willkommen zurück zur Formel 1 2016 zum großen Preis von China. Hallo, guten Hallo, Tag. Hallo, Magnum, guten Tag, wie geht's dir da vorne? Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ich hatte ein bisschen weiter nach hinten versetzt, als das Qualifying dann tatsächlich rum war. Ich bin jetzt in einem Ferrari Sandwich auf Position 5. Und ich hätte so gehofft, dass du mir den Hamilton oder den Rosberg mal abschüttelst. Aber, nee. Ich kann sie dir ja mal auf die erste Kurve hin abschießen. Das ist aber nichts, rennen für mich vorbei. Hast du zwei Stück auf einmal? Ich habe ehrlich gesagt einen Riesenschiss, weil wir haben jetzt den Schaden jetzt nochmal, die Schadensimulation nochmal ein bisschen maximiert. Und ja, ich zeige euch jetzt hier mal meine Rennstrategie, die ich so ein bisschen angepasst habe. Ihr seht's, kein weiteres Mal nehme ich die roten Reifen, sonst wäre mir das einfach zu unsicher gewesen, weil ich jetzt immer noch nicht wirklich raus habe, reifenschonend zu sparen. Und hier da unten eine Vier-Stück-Strategie wollte ich einfach nicht. Und deshalb muss ich wohl in relativ früh mir meine ersten neuen Reifen platz holen. Ja, ich meine auch. Also ich glaube, ich bin auch in der zweiten oder dritten oder vielleicht sogar erst vierten Runde drin. Ja, also Dennis, wenn die Reifen das packen. Ich weiß nicht, wie du angestellt hast. Ich fahre jetzt rot, gelb, gelb, weiß. Ich gucke nochmal rein. Ich fahre jetzt rot, gelb, weiß, gelb. Okay. Und habe aber links noch die Option auf rote. Ja, Option. Aber auf die rot. Muss ich ja nicht nutzen. Option also. Auf rote habe ich auch, aber das, so wie ich die Strategie jetzt eingestellt habe, kann das nur zu einem Boxenstopp mehr führen. Also. Ja. Naja. Okay, dann will ich mal sagen, ich gebe mal mein bereit für die Einführungsrunde. Jetzt sehen wir auch, ob ich das automatisch starten eingestellt habe. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja, vor allen Dingen bin ich gespannt, ob es regnet jetzt, ey. Ah, es geht automatisch. Gut. Also direkt, mich haut jetzt keiner weg hier. Direkt vor mir der Zettel. Getriebe ansehen, also schalte ihn jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen, also lass sie arbeiten und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. So, ich bin jetzt mal so gespannt, wie das hier die erste Runde läuft dann. So, mit Bremsen habe ich jetzt schon mal auf Temperatur. Reifen können noch 2-3 Grad mehr ertragen. Ja, voll lustig schon in einer Einführungsrunde einen Crash zu machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal in der Formel 1 passiert ist. Oh, da fragst du mich zu viel, aber... Ja, vorstellbar ist es also. Ich weiß, dass schon Autos während der Einführungsrunde oder zu Beginn der Einführungsrunde stehen geblieben sind. Mir würde sowas nie passieren. Mhm, genau. Kommt mir irgendwie bekannt vor der Satz. Ich konnte ja immerhin noch nach einer Stunde losfahren gefühlt. Ja. Aber... Das sind alte Kamellen. Also, meine Horrorsituation ist zum Leben erwacht. So, jetzt Vettel vor mir. Ein Vettel vor mir. Ein Raikön hinter mir. Die rote Bedrohung confirmed. So, jetzt trullern hier langsam die Fahrzeuge auch ein wieder. Makai auf Platz 5 ist, glaube ich, jetzt am Stehen gleich, oder nicht? Hey, nee, doch, jetzt stehst du. Jetzt, ich sehe dich. Jetzt stehe ich. Hau den Hamilton davor weg, Mann. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz okay, gleich geht's los. Makai, bereite dich aufs Kuppeln vor. Noch kommen die, noch ordnen sie sich ein. Oh, ich habe Angst. Bin gespannt, was da jetzt abgeht, ey. Dieser Rosberg, ich glaube, das wird nicht gut. Okay. Here we go again. Geht's. Der große Preis von China startet jetzt. Fahren. Oh, wie nah sind Rosberg hat ihn überholt.
Raikön hat mich überholt. Sainz ist an mir vorbeigezogen. Ich krieg die Kurve nicht. Ich hab Rosberg wieder überholt. Ich wurde angeschlagen. Oh, es war so klar. Es war so klar. Ich wurde aber ich hab mich wieder. Auf 7. Erste Haarnadel. Alonso hinter mir. Na, herzlichen Glückwunsch. Und vor dir? Sainz. Na, der scheint ja noch nett zu sein, oder? Wir fahren hier in China übrigens morgens, wie ihr sehen könnt. Ja, wir haben frühen Morgenstunden. Haben die Startzeiten auf realistisch gestellt. Und es sieht überhaupt nicht danach aus, als ob es regnen könnte. Ich habe jetzt schon wieder den Controller hart in der Hand verkrampft. Da, solange die Zuschauer das nicht hören. Und ich setze schon wieder auf, ne? Ich setze auf. Alonso will mich überholen. Ich sollte mal meine Reifen angucken. 42%, da geht noch einiges. Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ich musste irgendwie, als ich von der Strecke geflogen bin, mir da am Unterboden was kaputt gemacht haben. Weil ich setze schon wieder auf. Ich habe schon wieder Funkenflug. Das passiert aber öfters. Das muss nichts heißen. So, bin jetzt ganz nah ran an Sainz. Ich versuche es. Und ich hab's geschafft. Also wenn das Wetter so bleiben sollte, spielt das uns natürlich in die Karten, ne? Ja. Schade, dass ich eigentlich schon fast gleich an die Box muss. Ja, ich auch gleich. Ich weiß halt nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber die müssen doch auch bald in die Box, oder? Die sind doch schließlich alle auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, wie sie hätten, wenn die ihre Reifen gut geschont haben im Qualifying, dann kann es sein, dass sie 2 Runden länger draus bleiben können. So, ich habe jetzt ein bisschen Abstand nach hinten. Oh, Bremsen. Gut. So, DRS aktiviert, ne? Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich habe irgendwie keine Gelegenheit. Ich muss bei der nächsten Gerade, muss ich mir meine Reifen mal angucken. Ja, ich bin jetzt bei 61%. Also mein Boxenstopfenster ist offen. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Ich bin bei 58. Also ich werde jetzt diese Runde reinkommen. Ich bin bei 58. Oh. Ja, ich muss auch diese Runde wahrscheinlich rein. Mein Fenster ist hier offen. Und schwupps bin ich schon bei 68%. 63. Oh, leck. Da habe ich ein bisschen abgekürzt gerade leider. 71. Oh, 72. Jetzt wird's aber eng. Ja, also ich muss auch rein. Mein Fenster ist offen. Da hoffe ich, dass wir uns da jetzt dann auch gleichzeitig abfertigen können. Ich bin auf jeden Fall der Erste, den sie abfertigen, oder? Ja. Alles okay, alles okay. Nur so, musst du stehen bleiben und sagen, sorry Mario, wir brauchen die Punkte. Nein, Gott.
Ja, ich bin ja im Moment auch in den Punkten. Hier an so Pissen geht, Teamkollege ist in der Box, also ich fahre jetzt auch rein, das wird jetzt... Ja, also ich bin jetzt schon drin in der Box. Mal gucken, was da so abgeht hier. Vielleicht haben wir ja zwei Teams. Müsste also, ja eigentlich... Also wenn ich mich jetzt hinter dir einreihen muss, dann... Also ich sehe hier keinen. Wo stehst du? Wo ist denn dein Team? Oh, Alter, das war ein fliegender Wechsel. Alter Falter. Haben wir ein Glück. Ich fahre jetzt rein. Wir hatten nur ein Team. Warst du in der Box schon drin oder was? Nein. Okay, ja gut, dann war es noch ganz, ganz ideal. Ich habe länger gestanden, weil die deine Reifen noch wegrahmen mussten, meine holen mussten. Wie viele Sekunden? Vier. Ja, wie vier? Vier Sekunden Standzeit. Ich war insgesamt bei 20 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden Standzeit wir hatten. Standzeit hast du normalerweise 2,5 Sekunden. 2 bis 2,5. Ja, das weißt du, was jetzt richtig cool ist? Und ich bin auf 21. Ja, genau. Und ich bin hier gerade auf 17 und habe hier eine Horde vor mir. Okay. Muss ich jetzt vor allem darauf konzentrieren, gute Zeiten zu fahren. Im Moment dürften die Kontrahenten ja schlechtere Reifen haben. So vom Zustand her. Da jetzt ein, zwei gute Runden hinkriegen. Dann könnte man es ja eventuell schaffen, vorne zu bleiben. Oder weiter nach vorne zu kommen. Allerdings, wenn die jetzt tatsächlich 2 Runden, 3 Runden, 4 Runden länger draußen bleiben, dann geht diese Rechnung natürlich nicht mehr auf. Oh, Alter, hier ist ein Geschiebe und Gedränge hier vorne. Mario, das glaubst du gar nicht. Ich glaub's dir, weil ich sehe auf der Minimap. Die fahren, zu zweit. Vettel ist vor mir. Warum ist Vettel vor mir? Das DRS bringt übrigens gar nichts hier jetzt, wenn da 1000 Leute sind, weil sie alle DRS aktiviert haben. Und Alonso fährt vor mir auf die Strecke. Aber ich bin an ihm vorbei. Und vor mir ist ein Vettel. Oh. Ein Bottas steht hier quer. Wahrscheinlich hat ihn Vettel abgeschossen. Ich vermute es auch mal, ja. Nee, oh, glaub ich nicht. Mann, Magnussen, verpiss dich hier. Auf Vettel auf den Gelben. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Zwei Sekunden Vorsprung hat der Vettel. Wie viel da bist du? 17, aber kein Überholmanöver. Alter, setz die Karre auf, das ist ja nicht mehr feierlich. Warum will denn hier keiner von den Idioten in die Box? Vettel und Hamilton, davor ist Hamilton. Das erste Mal, dass ich die DRS benutzen kann. Aber die werden gut aufgehalten. Boah, Verstappen lässt mich nicht durch. Hamilton ist jetzt vorbei an Nasr. Also Hamilton ist hinter dir oder was? Vor mir. Okay. Warum ist denn der so weit hinten? Wahrscheinlich, weil er gestoppt hat. Ja, aber der war doch eigentlich sonst auch relativ Angriff weit vorne. Angriff auf Vettel! Vettel rammt mich! Nein, ne? Vorbei an Vettel!
Fahrt im Getriebe von Nasr. Angriff auf Nasr. Und vorbei. War nicht ganz sauber, aber ich fahre ja auch nicht sauber. Im Witz hat wahrscheinlich keine kapiert gerade. So. Ich musste gerade mich um Gutierrez kümmern. Den habe ich gerade per DRS überholt. Bin jetzt Fünfter. Nice. Bin auf 14. Aber ich habe auch die ganz hinteren da vor mir. Also Massa, Gutierrez und so, ne? Gute hat eine schöne Aussicht. Wobei Verstappen nicht so weit hinten anzusiedeln ist. Rosberg und Hamilton vor mir. Hamilton greift gerade vor meinen Augen Rosberg an. Und Raikön ist auch noch mit dem Kuddelmuddel. Dreikampf von Hamilton, Raikön und Rosberg. Oh, das ist natürlich die Creme de la Creme. Die Beta. Direkt vor meiner Nase spielen sich unglaubliche Szenen ab. Dann bleib am besten ein bisschen weiter entfernt, also ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Nix. Angriff auf Hamilton. Erfolgreich. Ich denke, du schrottest heute noch das Fahrzeug. Ja, irgendwie. Ich flieg gerade von der Strecke. Na, super. Ich flieg von der Strecke. Ich denke, du schrottest heute noch das Fahrzeug. Sauer. Also jetzt musst du uns erstmal hier kurz den Zuschauern erklären, was jetzt so passiert ist. Es war ein Verbremser, ein Fahrfehler, ein Einschlenkern, ein Kuss an die Wand, Frontflügel im Arsch. Oh, schön, also ein Boxenstopp mehr. Ja, und das Rennen ist im Arsch. Und was? Und das Rennen ist gelaufen. Ja, klar. Hab ja gesagt, sollte ich ein bisschen zurückhalten. Einfach per DRS probieren, immer ein paar Distanzen bei denen. Es war nicht bei einem Überholmanöver, es war danach. Ja, ist klar, weil es ja zu gefährlich ist manchmal, ne? Es war die Unfähigkeit, geradeaus zu fahren. Wie viel da bist du jetzt? 19. wieder. Oh, dann bist du also etwas länger auf der Strecke geblieben. Bist du aber nicht in der Strecke, oder? Bitte was? Bist du etwas länger neben der Strecke geblieben, oder wie? Ja, zwangsläufig. Ich bin gerade nicht in die Box gefahren, wahrscheinlich einfach, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt für eine Strategie fahren soll. Ich bin jetzt übrigens in der 8. Runde und meine Reifen haben schon wieder 44%. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade führt. Ich glaube, na, irgendeiner, der nicht führen sollte. Haben mich dazu entschieden, eine gute alternative Strategie haben. Nicht in die Box zu fahren. Übrigens, es ziehen so langsam ein paar Wolken auf. Allerdings noch kleine. Ich bin gerade wieder von hinten gerammt worden. Könnte daran liegen, dass ich ein bisschen langsamer bin. Ja, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich aus Versehen meine Strategie geändert, ohne dass ich es wollte, weil ich gesagt habe, keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich weiter. Grosjean führt. Das hätte er wahrscheinlich auch selber nicht gedacht, aber der fährt wahrscheinlich auch Weißen. Ja, macht er natürlich. Der Abstand zum Hintermann beträgt 0,8 Sekunden. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Okay, Teamkollege ist in der Boxengasse, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt für Reifen bekomme. Es wird ein Stopp mehr und Intermediates.
Ich bekomme rote. Okay. Naja gut, es ist vielleicht gar nicht mal so unklug, wenn du eh in die Box musstest. Los, fahr jetzt! Und eine neue Nase und ich hänge wieder auf 21 rum. Alter, es lief so gut. Das ist das Problem, du. Das geht mir halt genauso, wenn man zu viel will. Ich wollte nicht so viel, ich wollte gerade ausfahren, sonst nix. Ja, nach dem Überholvorgang. Der Überholvorgang war längst vorbei. Wir werden es ja sehen in der Folge, Leute. Sag dir den Überholvorgang. Können wir ja sagen, wo es ist, wo es dann liegt. Es war irgendwie natürlich meine Schuld. Ich war zu unfähig, gerade auszufahren. Ach so, lass uns doch mal über... Aber das Ekelhafte daran ist, in der Sekunde... Warte mal kurz, lass uns mal kurz mal über Australien reden. Das wollen wir ja abfrühstücken. Die erste Runde war es ja, ne? Da hatten wir einen netten Kommentar bekommen, dass es doch sein könnte, dass du den Fehler gemacht hast, obwohl die Rennleitung sogar entschieden hat. Du hast ihn nicht gemacht, eben weil der andere dir draufgefahren ist. Wahrscheinlich wird das so automatisch festgelegt, ne? Aber ist natürlich ein bisschen problematisch gewesen, weil... so wie ich wieder auf die Strecke gekommen bin, der Vettel keine andere Wahl hatte quasi. Ja, genau. Der Vettel ist halt auf der Ideallinie gefahren, ne? Und ich glaube, auf Ideallinie hast du dann halt, und du auf die Ideallinie drängst wieder und er vor dir, beziehungsweise hinter dir ist, kurz hinter dir, hat er wahrscheinlich auch keine Möglichkeit gehabt, ne? Also ich denke schon, den Kommentar, der von, ich weiß gar nicht, von wem das jetzt war, genau, aber das ist auf jeden Fall, würde ich genauso sehen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Makaida auch gar keine andere Chance hatte, ne? Großartig. Er musste ja irgendwie wieder auf die Ideallinie kommen oder beziehungsweise wollte es halt auch, ne? Ich möchte da diesbezüglich eigentlich da gar nicht groß Widerworte sprechen, außer vielleicht ein Gesichtspunkt. Auch der Fette hat eine Bremse. Die er hätte benutzen können. Warum überhole ich hier Grosjean eigentlich? Ich muss doch eh in eine Box. Die er hätte benutzen können, um nicht in mich hinten reinzufahren. 72% Reifen in der Box, oder? Ja. Bist du inzwischen schon draußen? Oder hast du ein komplett neues Fahrzeug bekommen? Ich habe ein neues Fahrzeug gekriegt. Welches? Ein Kart oder ein Seifenkiste? Eine Seifenkiste, ach ja, zum Anschubsen, genau. So, ich bin jetzt auch in der Box. Wenn ich schlechte Zeiten fahre, dann liegt das daran, dass es hier am Zuberg aufgeht. Ich bin wieder Fünfter und vor mir ist Alonso. Naja. Ne, also Sechster bin ich, scheiße. Doch, Alonso hat mich nur überholt. Hola, Fernando, ich komme. Also für die nächsten Rennen stelle mir die Bodenfreiheit Standard auf Maximum. Also machst du so ungefähr so Monster Truck mäßig so die Höhe, ne, einstellen? Ja. Also ich verliere unglaublich viel Zeit, weil ich dauernd aufsetze. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 51,1 Sekunden. Ja. Du bist jetzt 51 Sekunden vor mir. Was hast du gemacht? Hast du Party hinten gemacht, Mario? Naja, hinten ist auch lustig. Das Ärgerliche irgendwo so von den Schicksalsgöttern hier ist, dass genau in der Sekunde, in der du sagst, du wirst das Auto sowieso noch schrotten, in dem Moment verliere ich die Kontrolle. Ich hab dir gesagt, dass du nicht so schnell auffahren sollst. Ich würde mir da noch mit Zeit lassen, weil gerade bei den Vögeln, also... Und natürlich ist es ein Fiasko, wenn die drei nicht direkt aufeinander hocken. Das ist noch beschissener, gebe ich zu. Aber ich hätte das vermutlich in der DRS-Zone gemacht, bei einer ganz, ganz engen Kurve, wo alle erstmal zum Stehen kommen. Weil so hast du eine Möglichkeit, dass du zumindest nicht... sofort reagieren musst. Es war ohne Fremdeinwirkung. Ist ja klar, aber es wäre leichter gewesen. Welche Kurve waren das? Ich weiß es nicht mehr.
jetzt schießt mich Bottas noch ein paar Mal ab.